Du musst jetzt, glaube ich, noch neu machen. Ja, liebe Zuseherin, lieber Zuseher, schön, dass du dich uns wieder zugesellst. Ich habe auch heute einen interessanten Gast, eine ganz liebe Wienerin, so wie ich. Wir haben den Kontakt über eine liebe Freundin, die einen Kongress Relaunch veranstaltet, bei dem ich dabei sein darf. Er hat uns also zusammengespannt und für mich war sofort sehr viel Resonanz da. Gabriele Lindenhalm hat mich zu ihren Sommergesprächen eingeladen, aber wir haben auch in Bezug auf ihre anderen Aktivitäten sehr viel Resonanz. Ihr Thema ist Seele trifft Business und bei mir ist es ja die Seelenfitness. Also sehr viel Gemeinsamkeit. Absolut, ja. Und da gibt es viele Fragen. Also das Erste möchte ich dich fragen, wie bist du zu der Idee der Sommergespräche gekommen? Wenn ich das richtig verstanden habe, veranstaltest du sie heuer zum zweiten Mal. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich darf dabei sein, freue mich natürlich und bin auch sehr neugierig auf die anderen Menschen, die da dabei sind. Erzähl mir mehr, wie ist die Idee entstanden und was ist dein Wunsch dahinter? Also erstens mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich bei dir sein darf. Ja, und in der Tat, wir haben, glaube ich, sehr viele Dinge gemeinsam, allein schon dein Thema, nämlich auch diesen alleingeborenen Zwilling. Wir sind beide Zwillinge vom Sternzeichen, wir sind beide Wienerinnen, es gibt so viele Dinge. Die Idee zu den Sommergesprächen ist letztes Jahr ganz, ganz knapp nach dem Tod meiner Mutter entstanden. Es war irgendwie einfach plötzlich in mir, ich habe davor nie so ein riesengroßes Projekt auf die Beine gestellt. Und mir ist im Zuge ihres Todes einfach so viel mit dem Thema Mut, meine Sommergespräche heißen ja mutig neue Wege gehen, klar geworden, weil meine Mama war wirklich eine einfache Frau, ohne jeglichen sozialen Kontakt, quasi immer zu Hause, hat keinerlei Wert gelegt auf irgendwie Leben außerhalb ihrer vier Wände und solche Dinge. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein Leben? Für mich ist das nicht Leben sozusagen. Ja? Und bin aber sehr wohl in dem Respekt, das zu akzeptieren, dass andere halt da einfach andere Ansichten haben und habe natürlich sehr viel nachgedacht über ihr Leben, über ihre Entscheidungen und warum sie das so getroffen hat und bin im Zuge dessen draufgekommen, dass auch sie sehr wohl eine sehr mutige Frau war, auf ihre Art und Weise, auf eine für mich nicht nachvollziehbare und lebbare Weise, aber für sie schon. Sie ist einfach, meine Eltern wären knapp danach 50 Jahre, nein, knapp davor 50 Jahre verheiratet gewesen, so umgekehrt. Und mein Vater war ganz sicher nicht einfach. Er hat sehr viel getrunken. Also das war nicht einfach, diese Ehe zu führen. Und sie hatte einfach wirklich auch den Mut zu sagen, okay, ich habe mich aber dafür entschieden. Und ich habe auch diese zwei kleinen Kinder, also meinen Bruder und mich. Und ich bleibe da. Ja, wir stehen das irgendwie gemeinsam durch. Und das habe ich im Nachhinein betrachtet, sehr, sehr mutig empfunden. Oder auch zu sagen, nein, für mich ist diese Welt da draußen nichts. Ich habe mich dafür entschieden, in meinen vier Wänden zu bleiben. Für mich war es letztendlich mutig, sowas zu entscheiden. Und man dachte, okay, was mache ich jetzt mit dieser Info? Und habe für mich selber überlegt, ich empfinde mich auch nicht als mutig, viele andere schon. Und habe mich sehr viel mit diesem Thema Mut auseinandergesetzt. Und ich kenne sehr viele Menschen einfach durch mein Business. Und dann war klar, okay, ich interviewe jetzt einfach viele Menschen zum Thema Mut und Mut ihrer Geschichte. Warum stehen sie dort, wo sie jetzt stehen? Und habe einfach angefangen, die Geschichte hinter den Menschen einzufangen. Und aus dem ist dann einfach eine Serie entstanden und letztendlich dieser Online-Kongress in dem Sinn Sommergespräche. Also es ist ja nicht ganz so wie ein Kongress, sondern eine lockere Unterhaltung mit den Menschen, die wirklich die Geschichte einfängt und ja, für mich selber immer wieder sehr, sehr, sehr berührend, mir diese Lebensgeschichten anzuhören, sehr inspirierend für diejenigen, die uns da zuschauen. Es sind sehr viele ganz tolle Kooperationen und teilweise Freundschaften auch daraus entstanden, so viele Dinge, die ich nicht im Entferntesten hätte ahnen können. Ich bin da wirklich einfach der Führung meiner Seele gefolgt, das immer wieder bei einer Connection mit dir selber. Ich bin ja auch so die Seelenplan-Tante und es war einfach Führung. Ja. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Es gibt ja diesen schönen Satz, den du wahrscheinlich kennst, es ist wieder Zeit für einen Mutausbruch statt den Wutausbruch. Mhm. Und ja, ist immer die Frage, du sagst selber, du empfindest dich gar nicht so als mutig und andere dich schon. Das war in unserem Interview für mich auch interessant. Also du empfindest mich als mutig und ich mich gar nicht. Ja. Es ist immer interessant, wie andere uns wahrnehmen. Es gibt auch Menschen, die mich wahrnehmen als sehr ausgeglichen und da muss ich dann immer sehr lachen, weil also ich empfinde mich als
ausgleichend, aber nicht ausgeglichen. Aber es ist immer die Selbst- und Fremdwahrnehmung, ist immer ganz spannend. Oder auch die Wahrnehmung aus Ego-Sicht und aus Seelensicht. Genau, ja, auch das. Und ja, also inspirierend finde ich solche Gespräche auch immer, nämlich auch für Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das ist auch der Grund, warum ich gern die Menschen, die hinter diesen Kongressen stehen oder Retreats oder wie auch immer man es nennt, gern auch vor den Vorhang hole, weil ich selber das immer gern wissen möchte, wer steht da dahinter, so wie ich zum Beispiel auch wichtig finde, in einem Buch immer ein Bild von dem Autor oder von der Autorin zu sehen, damit ich mir da irgendwas vorstellen kann. Ja, ja, also Seele, Stichwort Seele, du hast ja das Konzept Seele trifft Business. Auch da wäre schön, wenn du uns ein bisschen mehr davon erzählst. Naja, ich bin so wie du fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mit einem Seelenplan geboren wird, dass er sich was denkt, wenn er hier auf der Erde landet und sich das nicht so just for fun ausdenkt, weil so just for fun ist es bei uns hier unten nicht. Also man denkt sich offenbar was dabei. Und dieser Seelenplan ist irgendwie so das, was von innen treibt, auch oft, ja, diese Sehnsucht, die wir haben nach irgendeiner Verwirklichung, ob wir es jetzt schon klar formulieren können oder nicht. Ja, wir wollen da einfach was auf die Beine stellen, wir wollen auch etwas lernen, wir wollen ein paar Dinge für uns selber erledigen, aber auch was nach draußen bringen, sozusagen, meiner Überzeugung nach. Und dafür haben wir aber auch unser Rüstzeug mit, ja, unsere Talente, unsere Ressourcen, Unterstützung dann von rundherum, die wir uns im Vorfeld ausmachen. Also ich bin da einfach wirklich absolut der gleichen Ansicht wie du, aus Erfahrung heraus. Und ich bin der Überzeugung, nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern mit hunderten Kunden einfach, wenn jemand seinen Seelenplan kennt und lebt, ist er ein erfüllter Mensch, weil das ist ja dann das, was er wollte. Was auch immer das ist, das muss jetzt, hat nichts mit Berühmtsein oder irgendwelchen großen Dingen zu tun, sondern für das, was man sich gedacht hat und machen will. Und ein erfüllter Mensch hat meiner Ansicht nach keinen Grund für Neid und all diese Dinge. Und wenn alle ihren Seelenplan leben würden, würde das aufhören und wir hätten sofort Frieden auf Erden. Sofort. Und das ist das, was mich antreibt, um da möglichst Millionen, Milliarden Menschen damit anzustecken, du, hey, du hast dir was gedacht, leb das doch bitte. Weil dann brauchst du nicht neidig sein, dann bist du erfüllt. Fülle folgt dem dann sowieso automatisch. Ja, und dann wäre es das. Also das ist wirklich so meine Vorstellung. Sie ist für mich auch wirklich logisch, dass das jetzt leider nicht ganz so schnell geht, weil ja, ist halt leider so, aber das ist so meine große Vision, die ich absolut für möglich halte. Also und da trifft halt Seele das Business. Ja, meine, ja, damit wird es eh ganz logisch. Mein Sage ist dann immer, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und deine Aufgabe ist es, dieses Geschenk zu erkennen, auszupacken und der Welt und dir selbst darzubringen. Genau. Das Interessante, wir haben ja da verschiedene Zugänge. Also meiner ist eher so der kognitive, also ich schaue ins Horoskop, ich schaue in die Karten, ich schaue in die Zahlen und du siehst es aber medial. Ist das richtig? Ich habe es früher durchaus auch mit Karten gemacht und bin immer gesessen so, das sind aber so viele andere Informationen. Ja? Und ich war von Kindesbeinen an, wusste ich immer Dinge weit, weit im Voraus, die ich nicht wissen konnte. Und sie sind alle eingetroffen. Es war ein bisschen spooky. Irgendwann habe ich mitgekriegt, die Umgebung findet das auch spooky und das ist jetzt nicht ganz so toll, also halt lieber den Mund. Habe das dann halt jahrzehntelang, wie es so schön ist, in die Schublade gestopft, bis ich vor ein paar Jährchen, ein paar vielen Jährchen draufgekommen bin. Es ist aber doch sinnvoll, das wieder auszugraben und zu nutzen. Es hilft nämlich den anderen, wenn ich, also ich kann einfach den Seelenplan anderer Menschen schauen, so wie ein anderer halt Pullover stricken kann oder einen Computer bedienen oder aufsetzen oder ein Auto reparieren. Kann ich halt das, ist halt meine Aufgabe und Gabe. Und es hilft den anderen. Also so wie du es übers Horoskop machst, mache ich es direkt übers Seelenfeld. Man kann mir einfach Fragen stellen. Ich brauche da keine draußen und kein gar nichts. Ich sehe die Bilder, ich höre die Botschaften, ich übersetze sie dann halt oder gebe sie weiter. Und das ist wirklich immer Dinge. Ich beschäftige mich auch nicht mit den Menschen, die zu mir kommen. Ich weiß von denen gar nichts. Und allein das ist schon mal super, weil die spätestens nach der zweiten Antwort sagen, das kannst du gar nicht wissen, das ist unmöglich, ja. Woher weißt du das? Und dann ist das Feld offen und dann läuft es dahin. Und der Sinn dahinter ist einfach diese Klarheit zu bekommen, wofür bist du hier, wenn du es nicht weißt. Ja? Wo geht's hin? Mit welchen Blockaden stehst du dir im Moment noch im Weg? Warum? Und wo sind die Lösungsansätze? Also bei mir geht es dann meistens danach sofort in die Blockadenlösung. Das ist mein ganz großes Steckenpferd. Da habe ich einfach über 30 Jahre auch in der Schulmedizin und Alternativmedizin gemacht.
wieder eine Connection. Ich bin zwar nicht Ärztin, aber kommt auch aus dem medizinischen Bereich. Und diese Verknüpfung war halt immer einfach so schön, dann diese Klarheit des Seelenplans und dann diese Blockaden zu lösen, mit denen wir uns im Weg stehen, damit der Mensch dann freie Bahn hat, wirklich sein höchstes Potenzial entfalten zu können, privat wie beruflich. Also das geht ja immer Hand in Hand. Und wie löst du diese Blockaden? Löst du die für andere oder zeigst du, wie sie sich selbst lösen? Teils, je nachdem. Also ob ich überhaupt darf. Meistens muss es der Mensch ja durchaus selber tun, aber dann kann ich ihm zumindest sagen, okay, das und das ist die nächste Technik, der nächste Schritt. Ob das dann jetzt mit mir ist oder ob ich ihn wohin schicke, das ist im Prinzip ja völlig egal. Aber dann braucht er keine Umwege gehen und nicht mehr lang herumsuchen, sondern dann weiß, okay, das ist jetzt das nächste Ding, was zu lösen ist. Und dann geht das. Und manchmal kann man für den anderen im Prinzip auch lösen. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass er das selber tut. Und lehrst du Menschen auch selbst Einblick zu gewinnen in ihren Seelenplan? Das wäre ja wahrscheinlich auch gut, ne? Das werde ich so oft gefragt und ich muss ehrlich sagen, nein, weil ich nicht wüsste, wie. Ich habe darüber schon gefühlte tausend Male nachgedacht, weil sich das natürlich viele wünschen und ich weiß nicht wie, weil es für mich, ich habe das ja nirgendwo gelernt, das ist eine Begabung, ja, die ich habe und wie soll ich das dem anderen beibringen? Ich weiß es einfach nicht. Wenn ich es irgendwann einmal weiß, mache ich es sofort. Ich bin die Erste, die sowas weitergibt, aber ich weiß es bisher einfach nicht. Na, das ist interessant, weil also aus meiner Sicht ist diese Seelenresonanz so wichtig. Also für mich ist Seele und Ego so ein bisschen wie ein Marionettenspieler. Also die Seele ist quasi die Marionettenspielerin und das Ego ist die Marionette. Und wenn das Ego die Dinge tut, die sich die Seele wünscht, dann ist unser Tanz sehr weich und sehr schön, fühlt sich gut an, schaut auch von außen gut aus. Aber wenn das Ego jetzt sein eigenes Süppchen kochen möchte und nicht folgt oder mitgeht, dann muss die Seele immer wieder korrigieren. Ja? Also genau. Dann schaut es so aus und fühlt sich auch so an. Und darum, also ich glaube, es wäre ganz wichtig, so wie du sagst. Aber das ist auch für mich immer die Frage, wie kann ich meine, also das, was ich zu geben habe, multiplizieren. Ja? Bei mir sind es halt die Bücher, weil das können mehr lesen. Ja. Also ja, wäre das auch ein Wunsch für dich? Naja, vielleicht kommt es irgendwann, dass du das auch... Naja, ich schreibe ja Bücher, zwar noch nicht zu diesem Thema, wobei das durchaus auch in meiner Hinterkopfschublade liegt, dazu ein Thema zu schreiben, also zu diesem Thema zu schreiben. Ich schreibe durchaus auch Bücher. Ich habe jetzt zum Beispiel die Corona-Zeit dazu genutzt, innerhalb von kurzer Zeit zwei Bücher zu schreiben. Eines ist schon draußen, eines kommt demnächst. Und die nächsten Ideen sind definitiv auch da. Also ich liebe das durchaus. Aber wie ich diese Begabung in der Art und Weise, wie ich sie lebe und mache, also mir ist da echt noch nichts eingefallen. Ich bin davon überzeugt, dass es viele Menschen können. Vielleicht geht es gar nicht darum, es zu lehren, wie man es macht, sondern es bei den anderen aufzuwecken. Und da kann ich mir vorstellen, dass das über Bücher sehr, sehr gut geht. Ja. Genau, also das ist ja letztlich auch eine Blockade. Und wenn du Blockaden löst, dann geht es ja einfach um die Blockade, die das quasi verhindert, dass man selber erkennt. Ja, genau, ja, auch eine Blockadenlösung. Ja, genau. Ja. Spannend. Also den Weg kann ich mir am ehesten vorstellen, wie ich andere dann unterstützen kann, dass sie es selber können. Ja, ich liebe die Astrologie, weil das ist auch wieder typisch, wir sind Zwillinge und wir schreiben Bücher. Ja? Und zwar nicht nur eins, sondern gleich viele. Ja, ja klar. Ich habe in einem deiner Interviews einen schönen Vergleich gehört von dir, nämlich wir kriegen so wie einen Garten mit. Magst du da ein bisschen was erzählen? Meinst du das jetzt fürs Business oder fürs Leben? Oder überhaupt, wie heißt das, wir kriegen gern? Einen Garten mit. Also, du hast sicher in dem im Zusammenhang mit dem Business gehört vermutlich, weil ich unser Business eben, egal ob selbstständig oder nicht, aber nehmen wir mal her selbstständig, weil bei mir geht es bei den meisten um die Selbstständigkeit. Vergleiche ich eben sehr gerne mit einem Garten. Ja, wenn du ein Gartengrundstück bekommst, musst du dir auch zuerst einmal anschauen, die Wetterlage, ja, ist es im Süden, ist es im Norden, wie ist dieses Grundstück beschaffen, ja, ist die Erde lehmig, ist sie sandig, ja, weil je nachdem musst du entsprechend Pflanzen halt auswählen, die mit dem Boden und mit den Wettergegebenheiten zusammenpassen, weil sonst wird nichts. Ja. Also wenn du zum Beispiel einen Südgarten hast und da keine Ahnung, Minze hinsetzt, dann wird die nicht lange überleben. Wenn du da Tomaten hinsetzt, haben die große Freude und es wird super was werden. Ja. Dann haben diese Pflanzen ja auch unterschiedliche Ansprüche. Manche brauchen Dünger, manche nicht. Manche brauchen viel Wasser, manche nicht. Ich komme auch aus der Permakultur, habe ich auch studiert nebenbei.
so wie du ganz viele Dinge einfach gemacht aus Interesse. Und wenn du nicht mit deinem Grundstück arbeitest und den Gegebenheiten rundherum, geht halt ziemlich viel schief. Manche Sachen werden gar nichts werden, manches ist unglaublich viel Arbeit, manches sind viele leere Kilometer, vielleicht auch Geld, das du investiert hast in die ganzen Pflanzenkäufe und so, und es wird nichts. Ja? Wenn du dir aber die Mühe machst, zuerst dich mal hinzusetzen, dieses Grundstück mal kennenzulernen und zu gucken und zu wissen, okay, das und das würde darauf gut gedeihen, dann hast du mit deinem Garten sehr viel Freude. Und das Zweite ist, guck dir an, ob hier zuerst mal Unkraut wächst und ob du jäten musst, damit die anderen Pflanzen eine Chance haben oder ob der Boden schon bereitet ist. Und meistens ist er das nicht. Und im Business und im Leben ist es für mich einfach genauso. Ja, du bekommst eben dein Leben, deinen Lebensplan, deinen Lebensgarten, deinen Businessgarten mit und musst dir angucken, welche deiner Talente kannst du hier pflanzen und sie werden aufgehen. Welche Blockaden, also Unkraut musst du vorher jäten, damit deine Pflänzchen, deine Talente überhaupt aufgehen können. Und wie gestaltest du das Ganze, damit Gartenbesucher, Kunden das sehen und sagen, oh wow, das ist schön, das möchte ich haben. Ja? Und bist du eben selber zum Beispiel ein Wiesengärtner, bist du jemand, der halt ein Händchen für Rosen hat? Ja? Wiesenblumenmenschen sind andere Menschen als Rosenmenschen, ja? Also wer kommt zu dir? Und wenn du das da einfach in eine Einheit bringst, ja, dann funktioniert es. Das ist für mich wieder Seelenplanleben. Und in dieser Art und Weise begleite ich meine Kunden dann auch beim Businessaufbau. Und du begleitest in Einzelberatungen oder auch in Seminaren? Beides. Das heißt, also es kommt jemand zu dir und sagt, ich möchte mich selbstständig machen zum Beispiel. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und du findest also dann heraus die Richtung auch. Genau, also da gucken wir immer zuerst in den Seelenplan, immer zuerst das Reading und schauen, okay, was von den, bei mir kommen ja auch meistens Scanner-Persönlichkeiten, Nona nicht, sagen wir Wiener jetzt, ja, bin ja selber auch eine, ne? Und ja, was von den vielen Dingen soll ich denn jetzt machen? Und dann sortieren wir da mal aus, also was hat sich die Seele tatsächlich jetzt beruflich oder für die nächste Zeit, das darf sich gerne in 5 oder 10 Jahren ändern, aber sagen wir mal jetzt für die nächsten 5 Jahre vorgenommen. Und welche Dinge sollten besser einfach jetzt mal Hobby bleiben, ja, worauf konzentrieren wir uns, wo fangen wir an? Welche Blockaden, ja, also welches Unkraut gibt es noch zu jäten, damit es danach schneller erfolgreicher wird, weil wir sind ja jetzt meistens auch nicht so ganz geduldgesegnet, wir Scanner, sage ich jetzt mal. Ne? Zwillinge schon gar nicht. Und dann darf es danach schnell gehen. Wobei diese in 8 Wochen reichen und in 8 Wochen steht meine Business-Geschichte. Also da könnte ich, also kriege ich echt solche Kabel, weil das ist einfach nicht so. Ja? Also wenn ich das jemand verkauft, bitte lauft weg. Ganz ehrlich, lauft weg. Geht nicht. Ja? Und auch diejenigen, die es behaupten, haben es nicht in 8 Wochen auf die Beine gestellt. Wir haben davor schon sehr lange Wege hinter sich, meistens sehr viel investiert, sehr viele Fehlschläge, um das danach dann zu haben mit etwas, das dann halt stimmig war. Aber in 8 Wochen war das definitiv nicht. Ja? Mhm. Ein Garten wächst auch nicht in 8 Wochen. Eine Rose, selbst eine Wiesenblume schafft es nicht in 8 Wochen im Grunde genommen wirklich zur vollen Blüte. Ja? Mhm. Ich muss sagen, ich bin ja auch immer sehr, also mir ist es immer sehr verdächtig, wenn diese Erfolgsgurus ihre Erfolgsrezepte weitergeben wollen, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Erfolge, gibt es ja. Für mich gibt es Dinge, die Erfolge sind, die wo ein anderer nur milde lächelt. Und es gibt auf der anderen Seite Erfolge, die mich überhaupt nicht interessieren. Also wahrscheinlich ist es auch wichtig, die eigenen Erfolge. Richtig. Und bei Blockaden fällt mir natürlich ein, weil ich auch selbst davon betroffen war, lange Zeit, dieses mangelnde Selbstwertgefühl. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Unkraut. Ja. Und das gehört eben mit der Wurzel ausgerissen, ja, also wirklich entfernt, weil sonst wächst es immer wieder nach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das sind oft Schuldgefühle, also speziell bei Alleingeborenen. Schuld und Scham dahinter, ja. Ja. Hast du viele alleingeborene Zwillinge eigentlich in deiner Klientel? Ja, das müsste ich jetzt durchdenken, aber vermutlich ja. Also ich verlasse mich da jetzt einfach auf das Gesetz der Resonanz und sage jetzt mal ja. Weil meistens ziehst du ja die Kunden an, wo du selber schon durch Prozesse durchgegangen bist und dann kannst du denen helfen, die du am besten verstehst, nämlich die, die jetzt dort stehen, wo du mal gestanden bist. Mhm. Also ich traue mich jetzt einmal sagen, ja, ohne es wirklich durchdacht zu haben. Das wäre interessant, auch die selektive Wahrnehmung drauf zu richten. Ja? Ja, genau. Was mich interessieren würde, wie siehst du das? Also du sagst medial, ich arbeite ja selber auch medial. Und sind es Bilder bei dir? Hast du da Symbole? Also wie zeigt sich der Seelenplan bei dir? Beides ist ganz
bunt gemischt. Also manchmal sehe ich wirklich einfach ein Symbol, das mir persönlich meistens nichts sagt, dem gegenüber schon, weil ist ja nicht für mich, sondern für den anderen. Oft sehe ich wirklich kleine Sequenzen und Filme. Manchmal höre ich einfach Worte. Also bei mir sind da wirklich so ziemlich alle Kanäle offen. Spannend. Ja. Sag, und wenn du sagst mutig, wir alle haben ja so, also ich sehe unser Leben als Heldenreise. Das ist dieser Archetyp der Heldenreise, den ich sehr mag. Wobei wir ja mehrere Heldenreisen aneinanderreihen meistens. Wo hat eigentlich die ganz wichtige Heldenreise deines Potenzials, also dieses den Seelenplan erkennen, wo hat das begonnen? Kannst du das ausmachen? Ich sage jetzt mal, da war das vermutlich immer so richtig ganz, ganz bewusst ist es mir geworden mit meiner Tochter. Die wird jetzt im September 26 und sie war damals 4 Wochen alt und mein Leben war quasi bis dahin ziemlich perfekt. Also ich hatte den perfekten Mann, ich hatte einen 2-jährigen Bub und eben dann mein Mädel hinten dran. Es war perfekt. Bis zu jenem 26. Oktober 1994, als mein Kind von einer Sekunde auf die andere erbrochen hat und nie wieder aufgehört hat. Ich kam damals noch aus der Schulmedizin, also ganz, ganz frisch und ich wusste, das ist nicht gut. Ja, Bauchgefühl, das ist nicht gut. 26. Oktober ist ja bei uns Nationalfeiertag, also Feiertag. Sofort ins Krankenhaus gefahren, was ich sonst nicht leichtfertig mache. Und innerhalb von ganz wenigen Stunden stand fest, sie hat eine lebensbedrohliche Meningitis, also eine Gehirnhautentzündung. Erreger unbekannt. Damals Überlebenschance 5%, war mir auch klar. Wenn sie überlebt, schwerst behindert. Und damit ist mein perfektes Leben einmal komplett aus den Fugen geraten und zusammengebrochen ohne Ende. Ja, also ich war wirklich leidenschaftlich gern Mama. Wenn du nach Seelenplan fragst, wenn man mich als Kind gefragt hat, was willst du werden? Ich habe immer genau eine Antwort gegeben, Mama. Ich habe keinen Beruf genannt, ich wollte Mama werden. Also für mich war das die Erfüllung schlechthin. Und sie wurde natürlich vollgepumpt mit Medikamenten an 100.000 Schläuchen, wie sofort in den Quarantänezimmer. Mein Mann durfte nicht mehr zu uns, mein Großer auch nicht. Also mich hat es zerrissen ohne Ende. Mein Großer daheim, jetzt ohne Mama, wie soll er das verstehen? Ich mit ihr da, weil voll gestillt. Und ich hätte sie sowieso nicht allein gelassen. Also käme ja nicht einmal Bruchteil einer Sekunde in Frage. Sie nur gebrüllt, ja, also wird wirklich fast 48 Stunden letztendlich nicht geschlafen. Sekundenweise geschlafen, weil es einfach nicht ging, sie nur gebrüllt vor Schmerzen. Also was immer sie an Medikamenten gegeben haben, es hat nichts geholfen. Über 40 Fieber, ganz lange Zeit. Das allein schon ist für so einen kleinen Körper einfach ein Wahnsinn. Ja. Und dann konnte ich nicht mehr. Dann konnte ich einfach nicht mehr und habe mich hingestellt in diesem abgedunkelten Krankenhauszimmer und habe geschrien, dann nach oben und gesagt, Schluss jetzt. Ja. Nehmen Sie mit, ich kann jetzt sowieso nichts dagegen tun. Aber dann nimm sie gleich mit, hör auf, sie und mich leiden zu lassen. Ich weiß nicht, wie ich das ihr überleben soll. Und außerdem stellst du dich da jetzt gern, erklärst mir, warum. Ich habe das wirklich in einem, keine Ahnung, Wahn in der völligen Verzweiflung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da so wirklich, ne? Das war ja nicht in meinem Weltbild damals sozusagen. Tja, und dann wurde das Krankenhauszimmer gleißend hell und ich habe eine Stimme gehört und sie hat gesagt, warum glaubst du, dass ich dir das Liebste nehme, was du hast? So bin ich nicht. Weg war die Stimme. Ich habe gedacht, ich bin verrückt. Super, das Nächste nach dem Tod meiner Tochter ist jetzt, die liefern mich gleich auf die nächste Station. Nichts dergleichen ist passiert. Eine Stunde später war mein Kind gesund. Die Ärzte konnten sich es nicht erklären. Sie konnten alle Medikamente ausschließen, weil es nicht zusammengepasst hat. Also wir mussten noch eine Woche drinnen bleiben, weil sie alles Mögliche untersucht haben. Wie geht das? Ja, geht nicht. Sie mussten auch letztendlich eingestehen, okay, wir waren es nicht, was auch immer passiert ist, müssen wir als Wunder betrachten. Und dann ist meine Welt erst recht zusammengebrochen, nach dem Motto, Scheiße, den gibt es wirklich. Und der spricht mit mir. Wenn ich jetzt nicht verrückt geworden bin, gibt es ja jemanden, der ist super gut und super lieb, nenne meinen Gott, Jesus, wie auch immer, der spricht mit mir. Und das habe ich erst recht absolut in eine Schublade gestopft. Ich war froh, dass mein Kind gesund war und ich meine Familie irgendwie wieder hingekriegt habe. Und das habe ich jahrzehntelang, habe ich das dann weiterhin ignoriert, obwohl mir diese Stimme sehr wohl aus Kindertagen bekannt war, danach immer wieder mich eigentlich mein ganzes Leben lang geführt und geleitet hat. Ich habe es einfach so nicht wahrgenommen. Also das war der erste Augenblick, wo mir das richtig, richtig bewusst war. Und ich war
total erschrocken, ich war total in Panik, also das ging für mich gar nicht. Das hat dann letztendlich noch bis 2012, also lange, lange gedauert, bis ich in einem Kurs, in einer Ausbildung saß und es wieder darum ging, damals mit Karten mediale Dinge zu tun und im Seelenplan anderer Menschen zu lesen. Und man dachte, kann ich nicht, ist nur wurscht, die biege ich jetzt irgendwie hin, diese Stunde, wird schon gehen. Dann saß mir meine erste Partnerin gegenüber und ich sah das natürlich, ja, war ja für mich von Kindesbeinen an normal. Und dann habe ich dir das alles erzählt und die Ausbildnerin schaut schon immer so. Ja. Ich, okay, die anderen machen das anders. So. Hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Und dann bin ich so richtig, richtig drauf gekommen, wie viel Wert das für andere hat, wenn ich ihnen das sagen kann, was ich sehe. Ja, wie viel sie daraus machen können und wie viele Umwege ihnen das erspart letztendlich. Und ab da habe ich dann wirklich angefangen, es beruflich einfach zu nutzen und aufzubauen. Mhm. Wäre manches in meinem Leben anders gewesen, wenn ich dir vor 50 Jahren begegnet wäre. Das sind viele. Wäre ein bisschen schwierig gewesen wahrscheinlich, weil sich das nicht ausgeht, ja. Das geht sich ja nicht ganz aus, nein. Ja. Dann wäre ich 3 Jahre alt gewesen. Ist toll. Nein, das ist total beeindruckend und ist auch eine Parallele zwischen uns, weil wie sich bei mir diese Wesenheit, diese Venus-assoziierte Wesenheit gemeldet hat, haben wir gedacht, also jetzt bin ich verrückt geworden. Mhm. Das ist, wenn wir von der Schulmedizin, in welchem Beruf auch immer, so geprägt und verbildet sind, dann tun wir uns einfach schwer, aber offensichtlich ist auch das im Seelenplan. Ja, ja, das glaube ich durchaus und ich bin extrem glücklich darüber im Nachhinein. Mich hat es lange, lange zerrissen natürlich, aber ich bin extrem glücklich, weil erstens kann ich meinen Kunden wirklich total helfen damit, viel schneller vielleicht als sonst jemand und es hält mich am Boden. Es hält mich einfach am Boden. Ja, diese schulmedizinische Grundlage, und ich liebe sie immer noch. Zusätzlich zum Zwilling habe ich Steinbock als Aszendent. Auch das hat mich natürlich ewig lang zerrissen, weil das konträrer geht es ja fast nicht, ja, in sich selbst. Aber letztendlich ist es das, was mich am Boden hält und was meine Kunden bei mir halt einfach und generell meine Mitmenschen schätzen, dass ich sehr bodenständig bin bei all dem. Und das möchte ich echt nicht missen, nicht aufgeben und gar nichts. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Na, das ist für mich auch ganz wertvoll, weil wir können die Arme erst oder die Zweige bei einem Baum erst weit ausstrecken, wenn wir ordentlich verwurzelt sind. Ja? Sonst fällt dieser Baum um. Siehst du diesen Seelenplan eigentlich auch bei dir Nahestehenden, also zum Beispiel bei deinen Kindern, bei deinem Mann? Oder gibt es da... Das kann ich dir gar nicht sagen, weil dafür weigere ich es. Ich weiß nicht, ob ich es sehen würde. Ich schaue nicht. Aha. Ja, so ganz nach dem Motto, ich will da gar nicht wissen, was drinnen steht, weil wenn es irgendwas Schreckliches ist oder so, nach dem Motto Abschied oder irgendwas, dann will ich das gar nicht vorher wissen. Also mir geht es nicht gut dabei, da reinzuschauen. Ist klar. Und deswegen mache ich es einfach nicht. Also ich weiß es nicht, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung, ob ich es sehen würde. Also du siehst durchaus auch schreckliche Dinge oder sagen wir herausfordernde Dinge. Herausfordernde, sagen wir mal so. In meinem Weltbild ist es ja nicht schrecklich in dem Sinn. Ja, natürlich, wenn es die eigenen Kinder betrifft und ich habe das schon mal durch, also es wäre wirklich tatsächlich sehr 95% Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht sozusagen oder da mit meiner damaligen Betrachtungsweise halt schief geht. Tod ist etwas, was einfach natürlich zum Leben dazugehört und ich nehmen ja die Menschen dann durchaus wahr, wenn sie auf der anderen Seite sind, kann dann noch viel besser mit ihnen reden. Also ich habe noch nie so gut mit meinen Eltern reden können, wie seit sie über der Regenbogenbrücke sind. Das war sehr entspannend für mich, mit ihnen dann mal so richtig reden zu können. Und von dem her, ich sehe ja, dass es weitergeht. Und für mich ist der Tod daher nichts Schreckliches, nichts Erschreckendes. Für mich persönlich schon gar nicht, ja. Von dem her. Fürs Ego ist er erschreckend, ne? Also für die Seele, genau. aber dem Ego tut es schon weh. Ja. Ja. Mhm. Und, ja. Also wir werden deine Angebote unterhalb von diesem Video natürlich verlinken. Gerne. Wenn da jemand dich sieht und sagt, oh, das ist spannend, das möchte ich, und aber irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl hat dabei. Also mich wundert jetzt die Frage selber, weil das für mich überhaupt nicht passend ist, aber ich kenne viele Menschen, wenn man ihnen das jetzt anbietet, die dann sagen, das ist aber ein bisschen merkwürdig. Kann der Steinbock in dir da jetzt etwas zur Beruhigung sagen? Ja, du kannst dir gerne bei mir ein kostenloses Erstgespräch buchen, wenn gerade welche frei sind, das ist nicht immer der Fall. Und da einfach zuerst mal mit mir sprechen.
Und ich muss ja auch schauen, ob das passt. Also ich sage auch manchmal echt nein, weil ich sage, das hat jetzt gerade keinen Sinn. Ja, also es ist wirklich so, dass ich oft ab und zu gegen mein eigenes Business spreche und sage, Seelenplan-Reading ist jetzt nicht das, was dich weiterbringt. Ja, mach bitte das oder das zuerst, dort oder dort. Ich helfe dir damit im Moment nicht. Ja. Und allein das ist für die Menschen meistens schon beruhigend. Und manchmal weiß man dann, ah ja, okay, es passt wirklich. Ja, ich überrede auch keinen, dass er sofort buchen soll, sondern ich schlaf drüber. Ja, für mich ist das nämlich völlig wurscht, ob du kommst oder nicht sozusagen, abgesehen davon, dass ich dich natürlich gerne da habe. Aber du musst wissen, für dich muss es passen. Überleg dir das so lange, bis es für dich stimmig ist. Und dann komm. Oder auch nicht. Das ist eine Riesenverantwortung auch, aber die trägt der Steinbock, ja, weil du es erwähnt hast. Auch da, also wir haben ja auch mit dem Kind, mit dem Kranken, meine Tochter war ein Frühchen, im 7. Monat geboren, mit 1,66 Kilo, gleich weg nach Ganzing. Ich habe sie am 11. Tag zum ersten Mal gesehen. Also das sind so diese Schockwellen, die durch unser Leben gehen, die uns irgendwo weichklopfen ein bisschen. Also ich glaube, die sind fürs Ego ganz gut, ganz heilsam. Auch wenn sie oh ja. Ja. Nicht lustig, aber heilsam. Ja, gibt es irgendeine Botschaft, die du uns noch mitgeben möchtest, unseren Seherinnen und Sehern, aber auch mir? Ja, mach dich wirklich auf die Suche nach da drinnen, nach deinem Seelenplan. Ja, du bist nicht umsonst da, du hast dir was gedacht dabei, du bist auf jeden Fall ein riesengroßes Geschenk für diese Welt, ob im Großen oder im Kleinen, darum geht es gar nicht. Und erlaube dir wirklich diese Sehnsucht, die du da drinnen hast, die ruft, nachzugehen, sie zu erforschen, sie herauszufinden, wo sie dich hinführen mag und diesen Weg auch wirklich mutig zu gehen, weil es ist definitiv ein schöner Weg. Er ist nicht immer leicht, er ist nicht immer einfach, aber es ist ein schöner Weg und es ist dein Weg und den kann auch niemand anderer für dich gehen. Und wenn du deinen Platz nicht einnimmst im Leben, dann ist da in diesem riesengroßen Puzzle eine Lücke und die kannst nur du füllen. Also tu es bitte. Für mich ist es so ein bisschen wie ein Brief, der ungeöffnet zurück an den Absender geht. Hm. Und da sagt der Zwilling, na, da bin ich viel zu neugierig. Ja, genau. Ja. Ich danke dir, Gabriela. Das ist wunderschön. Ich finde es auch ganz, ganz schön, dass wir uns gefunden haben. Also ich glaube, da wird sich noch einiges ergeben. Ja. Mir geht gerade das Herz so auf. Ja, das freue ich mich auch schon drauf. Ja, und ich denke, unsere Zuseherinnen und Zuseher, haben, die das gefunden haben, dieses Gespräch, haben das auch mitempfunden. Und ja, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Euch. Dankeschön.